Die ersten Zebras wagen sich über den Fluss. Noch sind keine Krokodile in Sicht. Immer mehr Zebras rücken nach. Das erhöht den Druck, den Fluss zu überqueren. Schon haben sich die ersten Krokodile in Stellung gebracht. Die Zebras wissen, dass höchste Gefahr droht. Doch der Trieb, ans andere Ufer zu kommen, ist stark. Noch überwiegt die Angst. Doch nur ein paar Minuten später hält sie nichts mehr zurück. Krokodile können ihre Beute nicht zerbeißen. Sie zerreißen sie vielmehr in einzelne Stücke und schlucken sie als Ganzes runter. Dabei drehen sie sich um die Längsachse, bis ein Stück Fleisch herausgerissen ist. Das kräftigste Krokodil sichert sich den größten Happen. Doch auch die anderen werden noch satt werden. Dann, wenn die großen Herden der Gnus den Mara-Fluss erreichen.